Willkommen hier zu einem weiteren Champions League Orakel hier auf einem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und endlich ist auch das richtige Mikrofon am Start. Die letzten Orakels, die waren vom Ton her leider ein bisschen, ja, nicht so geilo, weil mein Mikrofon nicht funktioniert hatte. Ich weiß auch nicht warum. Am Wochenende habt ihr es ja gehört, sicherlich bei dem einen oder anderen Orakel. Jetzt sind wir aber wieder am Start mit richtigem Ton und mit der Champions League. Nämlich die Best of the Best Serie. Und wir werden heute starten, heute am Dienstag mit Real Madrid gegen Atalanta Bergamo. Die Italiener sind noch nicht raus und die Spanier sind noch nicht sicher weiter. 1:0 ist das Hinspiel gerade mal ausgegangen. Und ja, mal gucken, wie das Rückspiel ausgeht. Atalanta kann es noch schaffen und ich bin ganz ehrlich, ich drücke hier auch ein bisschen Atalanta die Däumchen, dass sie in die nächste Runde der Champions League einziehen. Morgen gibt es dann natürlich weitere Orakels. Natürlich gibt es heute um 18 Uhr auch die PAX 900 Euro 2021. Die gibt es ja jeden Tag um 18 Uhr, das wisst ihr ja. Und es gibt heute natürlich auch die FIFA Karriere auf meinem Kanal. Ja, Wolski, die Barcelona Karriere am Barca Dienstag. So, aber jetzt erstmal 7 Premium Super Size Collector Cards. Das ist die einzige Champions League Serie, die ich derzeit da habe. Und das ist einfach eine richtig geile Champions League Serie. Premium Karten, 3 Euro kostet ein Pack. Und man kann theoretisch auch Autogrammkarten ziehen. Aber es ist sehr schwer. Wir gehen rein ins Orakel Real Madrid gegen Atalanta. Und mal gucken, wer das Orakel hier heute gewinnen wird. Mit den Best of the Best Karten. Let's go. Wir gehen rein. Und starten mit, es ist direkt Cristiano Ronaldo. Ja, moin. Cristiano Ronaldo, der macht natürlich kein Tor. Der steht aber im Gespräch, so wie ich es gehört habe, im Gespräch wieder mit Real Madrid. Also ich bin gespannt, ob er zurückwechseln wird zu den Königlichen. So, dann haben wir Paris, damit Mbappé, Neymar und Icardi. Dann geht es weiter mit Schachtja Donetsk. André Onana von Ajax Amsterdam. Atletico Madrid. Dann geht es weiter mit Tagliafico und Per Schurz. Und die letzte Karte ist Andrei Pjatov, Captain von Schachtja Donetsk. Erstes Pack, leider keine Torschützen. Kein Real Madrid-Spieler, kein Spieler von Atalanta. Machen wir weiter mit Pack Nummer 2. Pack Nummer 2. Starten wir mit Jerome Boateng. Die Bayern, die sind morgen dran und ich kann euch auch so viel sagen, das Bayern-Orakel wird es auch morgen geben. Da freue ich mich auch drauf und das ist Alejandro Gomez. Alejandro Gomez, Assist-Maker, Atalanta, führt Atalanta mit dem 0:2. Das würde derzeit bedeuten, dass es reingeht in die Verlängerung zwischen Real Madrid und Atalanta. Henderson, Handanovic, Mendy, Sevilla und Porto-Teammates, Porto hat ja, ist ja auch phänomenal, sage ich mal, weitergekommen. Das war auch krass, dass da, Porto CR7 rausgeschmissen hat. Das ist klar, 0:1, Jungs. 0:1 nach 45 Spielminuten. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich gehe rein in Halbzeit Nummer 2 mit Müller, Sané, Lewandowski. Eine richtig geile Karte. Diese Logo-Karten sehen auch so schick aus. Ne? Und hinten die ganzen Effekte drauf, sage ich mal. Dann haben wir Camavinga, Barcelona, Borussia Dortmund, Quincy Promise, Ruben Dias und zuletzt, guter Letzt, Azpilicueta, kein Real Madrid-Spieler. Also Real Madrid ist hier heute, wie soll man sagen, noch nicht am Start gewesen. So, nächstes Pack, letztes Pack, Marcel Sabitzer. Toni, du bist Gold wert. Toni Kroos mit dem vielleicht entscheidenden Türchen. Das 1:1 würde ausreichen für Real Madrid. Das 1:1 würde ausreichen für Real Madrid, Weston McKennie. Und es reicht aus. GG Real Madrid, ein realistisches Ergebnis. Ich würde Atalanta Bergamo gönnen, wenn sie weiterkommen sollten und Real Madrid aus der Champions League schlagen und rausschmeißen würden. Aber am Ende schreibt der Fußball seine eigenen Gesetze und mal gucken, wer am Ende weiterkommen wird. Schreibt mir eure Tipps natürlich unten rein in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi!